So, 4. März. Jetzt werden mal wieder die Schneeglöckchen gezählt, wie jedes Jahr traditionell hier bei mir. Die sind noch ziemlich gut am Blühen hier. Leider ein bisschen trübes Wetter heute. Aber das macht nichts. Wir zählen sie trotzdem jetzt. So, ab 166 gezählt auf dieser Wiese hier. Und gelbe Krokusse blühen natürlich auch schon. Und weiter geht's auf dieser Wiese. Hier sind die meisten. 493, 496, 97, 98, 99, 500, 501, 502, 511, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 519. So, dann die versteckten hier in diesem Bereich. Ich habe auch Feuerwerkskörper wieder gefunden, dazu gleich mehr. So, 21, 22, 23, 4, 5, 26. Auf dieser Wiese hier hinten 20 und hier 2 Stück. Das macht insgesamt, da sind insgesamt 733 Stück. Doch was versteckt sich denn hier für ein Osterei? Das ist ja richtig cool. Funkeböller, ah, das ist bis jetzt der beste Fund. Aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen gesehen. Ich korrigiere hier 734. Hier, eine Panda-Mini-Rakete. Das geübte Auge sieht, hier sind Sachen von Kanonenschlägen, also Kubis. Das ist eindeutig wie so ein Harzerknaller. Und hier sowas zum Beispiel noch Superkrieger. Ja, das war's mit dem Video. Wer von euch findet auch noch solche Reste manchmal im Garten von euch Pyrus? Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Nachtrag: noch 2 übersehen. Dürfen wir nicht vergessen.